So, Ante Perry, wie war es heute auf der Katermucke-Stage? Ganz toll, muss ich sagen. Für mein erstes Mal mit 36 Jahren ist es doch ganz gut geglückt, muss ich sagen. Ja, war echt gut, war echt richtig gut. Wie war so das Feeling? Weil das sind ja super coole Stände auch drumherum, gell? So auf dem Weg dahin. Das ist mir eigentlich scheißegal, was da für Stände sind. Die Stage sieht einfach nur geil aus und mit dem Holz und Sound und die Leute, also wie soll ich sagen, ich gehe befriedigt nach Hause. Sehr schön. Und wenn du nach Hause gehst, was können wir von dir in nächster Zeit zu erwarten? Gibt es neue Releases, irgendwelche Kooperationen, neue Festivals, auf denen du spielst? Einiges. Also, ich zähle mal kurz auf. Im September kommt eine Platte von mir auf 1-2. Das ist das Sublabel von Ein Musiker. Dann habe ich gemixt die 15 Jahre Moon Boutique Records Compilation. Das sind zwei CDs. Die kommt Ende September raus. Da gibt es noch eine EP dazu von mir. Dann gibt es ein Release auf Kitball, das ich zusammen mit dem Pashi gemacht habe. Das ist hier der Violinspieler. Und dann mit Dirty Döring kommt dann eine EP auf Lulu Records raus. Und noch was mit Maxim Lani im Dezember auf Lani. Und das ist die Weltneuheit, sitze ich gerade am Album. Wuhu! Genau. In welche Richtung geht's? Hard, soft, vorwärts? Hip-Hop, Downbeat, House. Ein bisschen Dubstep wäre noch ganz geil. Nee, kein Dubstep, das mag ich nicht so gerne. Aber es ist eher so das, was mich so beeinflusst hat die letzten 25 Jahre, versuche ich dann produktionstechnisch in dieses Album einfließen zu lassen. Cool, wir sind gespannt. Ich bin ganz besonders gespannt auf Dirty Döring, die Kombination. Ja. Und darauf gibt es jetzt mal ein High Five, würde ich sagen. High Five!